Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel in Gruppe F zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Der 1. FC Köln ist nun auch im Wettbewerb vertreten. Der 1. FC Köln übrigens die letzte Mannschaft, die ein Spiel hat in der Bundesliga-Meisterschaft. Der VfB Stuttgart hat im ersten Gruppenspiel der Gruppe F mit 0:2 gegen Bayer Leverkusen auswärts verloren. Die Stuttgarter sollten jetzt gegen Köln gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, bis ins Viertelfinale zu kommen. Also Stuttgart muss gewinnen, sonst sind sie schon raus in der Vorrunde. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt. Und wir starten in die Partie mit dem Clublogo von Greuther Fürth. Julian Weigl von Borussia Dortmund. Jonas Hector, der deutsche Nationalspieler, trifft zum 1:0 für den 1. FC Köln. Also für Stuttgart sieht es aktuell gar nicht gut aus in der Gruppe. Dann weiter geht's mit Felix Klaus von Hannover 96 und Jiří Pavlenka von Werder Bremen. Also nach einer halben Stunde führt der 1. FC Köln in Stuttgart mit 1:0. Im zweiten Stickerpäckchen starten wir mit Andrei Jarmolenko von Borussia Dortmund. Dahinter noch ein Dortmunder mit Nuri Sahin. Dann das 2:0 für den 1. FC Köln durch Matthias Lehmann. Also Köln erhöht auf 2:0 und das war es, denke ich, jetzt schon für den VfB Stuttgart. Weil sie werden jetzt sich in 2-Tor-Höchststunde aufholen. Also schade auf jeden Fall, dass Stuttgart hier in der Gruppe F bisher nicht so gut spielt. Sie sind schon wieder 2:0 im Rückstand. Das erste Spiel haben sie gegen Leverkusen schon 2:0 verloren. Dann machen wir weiter mit Lukas Klostermann von RB Leipzig und Christian Matenier vom HSV. Also ein Stickerpäckchen haben wir noch, 2:0 für Köln. Und das letzte Stickerpäckchen starten wir mal wieder mit Mario Gomez. Den hatte ich schon sehr oft auf jeden Fall jetzt schon gezogen. Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt haben wir dann. Stefan Bell von Mainz 05. Marc-Oliver Kempf vom SC Freiburg und das Clublogo von Borussia Mönchengladbach. Und somit gewinnt der 1. FC Köln mit 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Also das letzte Spiel in Gruppe F, Köln gegen Leverkusen, ist sogar auch noch ein Derby. Und das wird das Spiel um Platz 1 werden. Beide Teams haben jetzt mit 2:0 gewonnen und Stuttgart ist endgültig draußen mit einer Tordifferenz von 0:4. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Da gibt es dann das Entscheidungsspiel in Gruppe A zwischen Mainz und dem FC Bayern München und das Entscheidungsspiel in Gruppe B zwischen Freiburg und Borussia Dortmund. Also bis dann und ciao.